Hallo und herzlich willkommen zur Bühne 3 und der Nachmittagssession auf der Vosges-Konferenz 2022. Vor uns liegen drei wirklich spannende Vorträge. Zwei haben wir schon auf Band aufgenommen, die werden gleich eingespielt und einen Vortrag werden wir auch live hören. Wir beginnen mit dem Vortrag GeoNetwork UI, eine andere Sicht auf die Metadaten von Tobias Kohr und Olivier Guyot von Chem2Chem. Herzlich willkommen und an die Regie, Mats ab, bitte. Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation von GeoNetwork UI, eine andere Sicht auf die Metadaten. Mein Name ist Tobias Kohr, ich bin Frontend-Entwickler bei Chem2Chem. Wir sitzen in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland seit 2018 in München im Geospatial Department, beteiligen uns aktiv an vielen Phosphor-G-Projekten. Unsere GDI-Lösungen, GeoOrchestra und GeoMapFish setzen auf diesen Projekten auf. Gleichzeitig machen wir auch viel Entwicklung à la carte, wenn die Anwendungsfälle spezifischer sind, dass diese Lösungen sie nicht abdecken. Chem2Chem besteht außerdem aus einem Business Management Software Department, was viel mit der Udo Open Source Software als ERP-System arbeitet und dem Infrastructure Department, welches sich um die IT-Infrastructure kümmert. Heute geht es um GeoNetwork UI. Ich werde nicht allzu viel über GeoNetwork sprechen. Ist hier wahrscheinlich auch vielen Leuten bereits ein Begriff als Open Source Projekt und OGC-Katalogdienst. GeoNetwork hat ein sehr mächtiges Backend mit seiner REST-API, dem Suchindex auf Elasticsearch basierend, den Schematas, die es erlauben, Metadaten in jeglichen Formen zu harvesten und im Backend in der Datenbank abzuspeichern. Die Benutzeroberfläche von GeoNetwork ist in den letzten Jahren sehr komplex geworden, mit der Suche und Karte auf der Benutzerseite und der Administrationsoberfläche auf der Administrationsseite. Das Ganze sieht so ungefähr aus. Es gibt für den Nutzer die Suchmaske und den Kartenviewer, wahrscheinlich vielen Leuten hier auch schon bekannt. Der Metadateneditor, um die Metadaten zu verändern, und die Administrationsoberfläche für die Administratoren. Im letzten Major Release, GeoNetwork 4, wurden am Backend sehr große Änderungen vorgenommen. Es wurde Lucene durch Elasticsearch als Search Engine abgelöst. Am Frontend hingegen wurden keine so umfangreichen Änderungen vorgenommen und auch kein größeres Refactoring vorgenommen. So basiert technisch das Frontend nach wie vor auf AngularJS. Die App oder das Frontend wird im Java Backend zusammengebundelt und befindet sich im gleichen Code Repository. Und in den letzten Jahren hat sich die Entwicklung im modernen JavaScript-Ökosystem des Frontends als immer schwieriger herausgestellt und spätestens seit letztem Sommer, wo AngularJS End of Life, der Support abgelaufen ist, hat sich die Frage nach einer Migration immer lauter gestellt. Migration würde in diesem Fall aber einem Rewrite im Prinzip gleichkommen und bei so einer großen Anwendung wie GeoNetwork einem enormen zeitlichen und finanziellen Umfang. Andere Schwierigkeiten sind für Frontend-Entwickler manchmal vielleicht auch das komplexe Java-Bildsystem und die Personalisierung und Theming-Optionen im Frontend sind in gewisser Weise auch begrenzt. So ist vor 2 Jahren die Idee von GeoNetwork UI entstanden. Die Neuentwicklung einer UI parallel zur existierenden Benutzeroberfläche. Das Ziel war hier nicht, den kompletten Funktionsumfang komplett zu migrieren, sondern vielmehr die bestehende UI zu ergänzen. Fokus wurde hier auf den Nutzer gelegt, da hier eine erweiterte oder eine Alternative sicherlich dringender war als für die Administratoroberfläche.
Ziel von GeoNetwork UI ist die Weiterentwicklung und Pflege zu erleichtern, mit der Idee, dass Neuentwicklungen hauptsächlich in GeoNetwork UI einfließen, was die Benutzeroberfläche betrifft, und die Pflege dadurch in GeoNetwork an der Oberfläche gemindert wird oder der Pflegeaufwand. Weitere Möglichkeiten und Motivation im Zuge von GeoNetwork UI waren sicherlich auch ein Schwerpunkt auf eine gute Performance zu legen, die Personalisierungsmöglichkeiten zu erweitern und auch die Integration in andere Apps mittels Web Components zu ermöglichen. Die technische Basis heute von GeoNetwork UI ist Angular, also nicht mehr AngularJS, sondern das neue Framework, was mittlerweile in der Version 13 ist. Angular mit dem Wrapper NX als CSS-Framework wird Tailwind CSS verwendet, als kartografische Bibliothek Open Layers und als zur Entwicklung und visuellen Tests von Präsentationskomponenten ist auch Storybook eingebunden. GeoNetwork UI schöpft mehrere Konzepte aus. Eins ist, sie sind sicherlich die sogenannten Monorepositories. Die Idee, dass ein Repository für verschiedene Apps fungiert und der gleiche Code als Basis dient. Dabei wird der Code in Apps und Libraries getrennt und innerhalb der Libraries wiederum in Smart- und Präsentationskomponenten, aber dazu gleich etwas mehr. State Management und seine Macht werden mit RxJS ausgeschöpft, sodass die Code-Organisation im Prinzip so aussieht. Wir haben die Smart Components, Präsentationskomponenten, die sich in Libraries wiederfinden, und die App mit den darauf basierenden entwickelten Apps bedienen sich an diesen Libraries. Da gibt es zum einen die Mini-Apps in Form von Web Components, aber auch ganz komplette Anwendungen. Die Smart Components sind dabei für die Datenabfrage und Aufbereitung zuständig. Sie werden von einem zentralen Store gefüttert und geben die aufbereiteten Daten an sogenannte DAM oder Präsentationskomponenten weiter, die für die Anzeige zuständig sind. Im Code sieht das Ganze dann so aus. Hier haben wir ein Beispiel von einem Smart Component, der zum Beispiel die Download-Links eines Metadateneintrags aufbereitet. Er filtert sie in verschiedene Kategorien, fragt im Hintergrund noch die BFSer ab, welche Datenformate sie anbieten, und gibt das Ganze dann weiter an seinen Präsentationskomponenten. Das eigentliche Präsentationstemplate vom Smart Component ist sehr klein. Hier wird der Präsentationskomponent eingebunden und dieser sieht dann wie folgt aus. Er hat wirklich eine minimale Logik selbst, so gut wie nichts. Dafür aber ein ausführlicheres Template mit mehr Styling, was die Darstellung der Daten gewährleistet. Die Präsentationskomponenten werden in GeoNetwork UI in den UI Libraries sich wiederfinden, die Smart Components in den Feature Libraries. Zusätzlich gibt es noch zwei generierte Libraries für die Kommunikation mit den Backends, mit dem GeoNetwork Backend und dem Datafeeder Backend. Dazu gleich noch mehr. Und verschiedene Utility Libraries für die Übersetzungen, um die Konfiguration zu laden oder auch Daten zu laden. Die Mini-Apps sind auf ganz bestimmte gezielte Anwendungsfälle ausgerichtet. Sie bedienen sich dabei an den Smart Components, sind sehr einfach einzubetten. Das ist im Prinzip ein HTML-Element, was über seine Attribute die App konfiguriert. Zusätzlich wird nur das gebildete Script muss eingebunden werden, sowie das CSS-Style-Sheet.
Und somit bekommt man einen Komponenten, der in jegliche Anwendung eingebunden werden kann. Die kompletten Anwendungen von GeoNetwork UI bedienen sich an den gleichen Smart Components wie die Mini-Apps. Die bisher bestehenden Anwendungen sind der Data Feeder und der Data Hub, die ich im Folgenden kurz vorstellen möchte. Der Data Feeder ist ein Wizard für den Geodaten-Upload mit dem Ziel einer einfachen Datenpublikation. Im Hintergrund werden dabei OGC-Dienste im GeoServer erstellt und deren Metadaten in GeoNetwork veröffentlicht. Das Ganze sieht so aus: Man landet auf der Landingpage oder auf der Startseite vom Datafeeder. Hier muss man nur einen Geodatensatz auswählen und bestätigen, dass man die Rechte hat, diesen zu publizieren. Im nächsten Schritt wird der Nutzer gebeten, das Koordinatensystem zu bestätigen und das Encoding, das wird einem auch nochmal ein Extrakt aus dem Datensatz vorgezeigt und der geografische Umfang, um zu entscheiden, ob das Ganze Sinn macht. Anschließend muss man einen Titel und eine Beschreibung für den Datensatz angeben. Man kann Keywords vergeben, die von einem Thesaurus kommen, hier vom Inspire Thesaurus über GeoNetwork. Es wird gefragt, von wann die Daten sind und für welchen Maßstab sie erfasst worden sind, und der Erfassungsprozess kann noch beschrieben werden. Und ein Klick weiter und diese Daten finden sich im GeoServer und werden in GeoNetwork auffindbar gemacht. Die zweite Anwendung, die in GeoNetwork UI bisher entwickelt worden ist, ist der Data Hub, ein Open Data Portal mit dem Ziel, eine einfache Nutzeroberfläche zu bieten, Vorschau für Geo- und Nicht-Geodaten zu ermöglichen. Der Data Hub ist ein, der, der die UI vom Data Hub ist ein Entwurf einer UX-Designerin, was meiner Meinung nach als Ergebnis eine moderne, scroll-zentrierte Benutzeroberfläche ergeben hat, die ich gleich auch kurz im Demo vorstellen möchte. Sie gliedert sich im Prinzip in zwei Seiten. Es gibt die zentrale Suchseite, sehr einfach gehalten, und die Seite eines Metadateneintrags. Dieser gliedert sich in allgemeine Informationen, in die Vorschau in Form von Karte und Tabelle, in Download-Links, weitere Links, API-URLs und verwandte Einträge. Der Data Hub richtet sich ganz eindeutig an Open Data. Hier schöpft er die Möglichkeit von GeoNetwork aus, dass GeoNetwork diese Kataloge ernten kann und die Open Data Metadaten speichern kann. Der Data Hub übernimmt die einfache Darstellung dieser Metadaten und ermöglicht die Vorschau von Geodaten, aber auch von nicht raumbezogenen Daten. Wir nutzen im Data Hub GeoNetwork als Backend. Das passiert mittels Mappings. Diese Mappings sind im Prinzip beliebig erweiterbar, sodass es ebenfalls denkbar wäre, den Data Hub an einen anderen Katalogdienst als Backend anzuschließen. Die Kommunikation mit den OGC-Diensten, die notwendig ist, wenn wir zum Beispiel die Get-Capabilities anfragen müssen, passiert mit einer leichtgewichtigen JavaScript-Library namens OGC-Client. Deren Ziel ist es, eine robuste Kommunikation zu gewährleisten, unabhängig von den verwendeten OGC-Dienstversionen. Die Personalisierung im Data Hub sieht heute so aus, dass es eine Konfigurationsdatei gibt. Hier wird die Katalog-API angegeben, an dem sich der Data Hub bedienen soll. Es kann eine Proxy-URL angegeben werden, es können CSS-Werte überschrieben werden, um Farben und Fonts anzupassen. Das gleiche auch mit dem Text in der UI. In dem Fall wird das Übersetzungssystem überschrieben.
Zum Theming vielleicht noch die Bemerkung, dass wir auf Tailwind CSS gesetzt haben, weil Tailwind es erlaubt, seine Klassen in der Konfiguration mittels CSS-Variablen zu definieren, was wiederum es ermöglicht, diese in der Konfiguration zu personalisieren. Und als letzter Punkt bezüglich der Personalisierung sicherlich auch, oder das mächtigste Werkzeug, ist das Ziel der Architektur von GeoNetwork UI, dass vor allen Dingen eine entwicklungsbasierte Anpassung sehr einfach sein soll, indem verschiedene Bausteine wiederverwendet werden können, man sich bei der Entwicklung einer App an den Libraries bedienen kann und fertige Smart Components und Pollinationskomponenten zur Verfügung stellen. Herausforderungen bei der Entwicklung vom Data Hub gab es verschiedene. Eine war sicherlich oder ist sicherlich nach wie vor die Erkennung und Kategorisierung der Datenformate, mit welchen Protokollen Daten angeboten werden, was in der Open Data Welt auch nicht immer die gleichen sind wie in der OGC Welt. Oder beziehungsweise überhaupt nicht die gleichen, sondern dass man diese beiden Welten so verknüpft, dass es Sinn macht. Und zum anderen auch die Tatsache, dass die Daten eben nicht unsere Daten sind, wie es in einem Katalogdienst eben so ist, sondern dass sie von irgendwo kommen können und im Prinzip immer etwas schiefgehen kann, das zu handhaben. Eine kurze Demo vom Data Hub. Hier sehen wir die Startseite von der Instanz von Hauts-de-France, der Region in Nordfrankreich. Man landet auf einer Suchmaske. Per Default werden erstmal alle Ergebnisse in einem Infinite Scroll präsentiert. Wenn man in diesen Ergebnissen jetzt etwas genauer suchen möchte, werden einem Vorschläge gemacht. Auf einen Metadateneintrag kann man direkt drauf kommen. Ein Metadateneintrag gliedert sich in die vier Bereiche: Allgemeines, Vorschau, Zugriff und Links. Im Allgemeinen ist die Beschreibung des Metadatensatzes, die Keywords, weitere Informationen über die Metadaten sowie die Nutzungsbedingungen und der Kontaktpunkt. Runter zur Vorschau gehen, haben wir die Vorschau in Form einer Karte. In diesem Fall haben wir drei Layer von einem WMS. Die gleichen Layer werden auch als WFS angeboten. Wir können die Dienste abfragen, der Feature-Info oder direkt die Informationen aus den Vektor-Features bekommen. Neben der Kartenvorschau gibt es die Tabellenvorschau. Die ist verfügbar sowohl für die Geodaten als auch für die nicht raumbezogenen Daten. Auch verschiedene Quellen hinter. Unterhalb der Vorschau finden sich die Download-Links wieder. Da gibt es sowohl die statischen Dateien, die irgendwo auf einem Server liegen, als auch die Webdienste, die verschiedene Formate anbieten. Die werden im Hintergrund abgefragt, welche Formate hier verfügbar sind. Und entsprechend kann man eben die Daten herunterladen. Unter den Download-Links gibt es weitere Links, wie zum Beispiel Webseiten oder andere Links. Und die URLs zu den APIs finden sich hier wieder. Da wird nicht drauf verlinkt, sondern die URL wird in die Zwischenablage gelegt, was in dem Sinn einer API meistens mehr Sinn macht, als eine API zu öffnen, die ohne Parameter nur eine Fehlermeldung gibt, so dass man das jetzt zum Beispiel in QGIS oder
in ein anderes Programm kopieren kann. Zu guter Letzt noch die verwandten Metadateneinträge, die es ermöglichen, weiter im Data Hub zu navigieren auf andere Metadatensätze. Kleiner Ausblick auf 2022 für dieses Jahr. Wir haben bereits wieder begonnen, Weiterentwicklung am Data Hub zu machen, an der UI-Suche, Navigation und Personalisierung, und parallel ist auch der Gedanke entstanden, einen Metadaten-Editor innerhalb von GeoNetwork UI zu entwickeln. Dafür laufen gerade die Vorbereitungen, um ein Crowdfunding zu organisieren. Also wenn da irgendwo Interesse hier besteht, sind wir natürlich immer ganz Ohr. Und das zu guter Letzt will ich euch natürlich alle herzlich einladen, bei GitHub vorbeizugucken. Hier findet ihr den Code, die Dokumentation, und wir freuen uns immer um jedes Feedback, jede Beteiligung. Vielen Dank somit für eure Aufmerksamkeit und natürlich auch an die Auftraggeber, die Weiterentwicklung am Projekt im letzten Jahr ermöglicht haben. Ja, vielen Dank an Tobias Kohr und Olivier Guyot für den tollen Vortrag zu GeoNetwork UI. Tobias und Olivier stehen jetzt live für Fragen und Antworten zur Verfügung. Über die Chat-Funktion sind ja einige Fragen reingekommen. Wir gucken uns die mal an. Die erste Frage an euch, Tobias und Olivier, ist, wie groß ist die Entwickler-Community für GeoNetwork UI? Ja, also zu der Frage muss man im Moment noch beantworten, dass das Projekt sicherlich noch in seinen Anfangsschuhen steckt. Also bislang arbeiten wir da zum größten Teil dran. Was allerdings schon zur zweiten Frage vielleicht überleitet. Also alles ist Open Source, und das Geschäftsmodell ist Support im Prinzip ist das Geschäftsmodell, was hinter GeoNetwork UI steht. Allerdings muss man, denke ich, auch mit betrachten, dass hinter GeoNetwork selbst eine recht große Community steht. Sicherlich drei Firmen, die da sich sehr stark dran beteiligen. Mit 8 bis 10 Entwicklern. Und GeoNetwork UI eigentlich schon eine Idee ist, für das Frontend von GeoNetwork langfristig zu werden. Oder ist immer mehr zu erstmal als Alternative zu ersetzen, aber es dann vielleicht auch irgendwann ablösen zu können. Und ja, also ich denke, da besteht das Potenzial, dass sich da die Community noch vergrößert. Ja, vielen Dank. Du hattest ja jetzt auch schon die zweite Frage beantwortet, ob das alles Open Source ist und wie das Geschäftsmodell dahinter aussieht. Frage ist, denke ich, mir auch beantwortet. Vielen Dank. Es ist noch eine weitere Frage reingekommen. Ist der Data Hub eine Cloud-Anwendung oder ein Open-Source-Projekt? Nein, also es ist ein Open-Source-Projekt. Es ist Teil von GeoNetwork UI. Mhm. Es ist eine dieser sogenannten Apps in GeoNetwork UI. Also GeoNetwork UI stellt sich aus diversen Libraries zusammen, wie ich eben im Vortrag kurz vorgestellt habe, die sich aus sogenannten Smart und Dumb Commons zusammensetzen. Und dieser Data Hub ist aus diesen Komponenten zusammengebaut. Also es gibt dann noch quasi eine Schicht, die oben aufsetzt, um diese Komponenten einzubinden. Aber der Data Hub ist Teil des GeoNetwork UI-Projektes. Okay, ja, vielen Dank. Ich denke mir, eine Frage haben wir noch.
mit der Bitte vielleicht um eine kurze Antwort. Was sind denn so die Herausforderungen bei der Entwicklung von einem ja sehr modular aufgebauten Projekt, was ihr jetzt mit GeoNetwork UI angegangen seid im Vergleich mit Mini-Apps und ihr wollt es mit für Web Components entwickeln im Vergleich zu der alten Oberfläche? Was sind so die Schlagworte, der große Unterschied in der Entwicklung? Worauf muss man da achten? Also ich glaube, dieser Ansatz hat schon sehr viel Potenzial von der Wiederverwendbarkeit her, dass man den gleichen Code quasi in ganz einfachen Apps verwenden kann, aber auch bei sehr ausführlichen Portalen. Was man immer im Kopf haben muss, ist schon, dass der Code halt nicht nur an einer Stelle verwendet wird, sondern wenn man dann Änderungen vornimmt, muss man sich schon bewusst sein, wo diese Sachen ungefähr genutzt werden. Nicht, dass man dann etwas zu speziell auf einen Anwendungsfall versucht zu programmieren, was aber eigentlich sehr allgemein gedacht ist und was woanders nochmal in einem anderen Kontext genutzt wird. Ja, stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Dann vielen Dank nochmal an Tobias Kohr und Olivier Guyot von Chem2Chem für den ganz tollen Vortrag und auch nochmal vielen Dank dafür, dass ihr die Fragen beantwortet habt.